Es gibt einen merkwürdig aussehenden Yokai, dem es möglich ist, sich in allerlei verschiedene Gestalten zu verwandeln. Er soll gelegentlich dem Menschen als kopfloser Körper mit Armen und Beinen und einem riesigen Gesicht auf dem Bauch erscheinen. Auch als eine freundlich wirkende Nonne oder ein lustiges weibliches Monster mit langen schwarzen Haaren soll den Erzählungen nach der Haradashi schon aufgetaucht sein. Haradashi sind ziemlich einfach zu erkennen. Man muss einfach nur nach dem großen albernen Gesicht, das auf dem Bauch des Yokais zu finden ist, Ausschau halten. Im Gegensatz zu anderen japanischen Fabelwesen ist der Haradashi nicht gefährlich. Er ist ein ziemlich fröhlicher Geselle, dem es Spaß macht, andere zu amüsieren und aufzumuntern. Getarnt als gewöhnlicher Mensch nutzt er sein Bauchgesicht im richtigen Moment, um Leute zum Lachen zu bringen. Angeblich sollen Haradashi traurige und sehr einsame Menschen aufsuchen, besonders diejenigen, die zu Hause herumhocken und trinken, erscheinen sie sehr oft. Sie gelangen auf eine magische Weise in ihr Haus und belustigen sie. Sollte man dem Yokai während seines Aufenthaltes ein Getränk anbieten, nimmt er es gerne an. Danach entblößt er seinen Bauch und beginnt einen lächerlichen Tanz aufzuführen. All die Haushalte, die von Haradashi besucht wurden, stellten fest, dass all ihre Probleme und Sorgen plötzlich verschwunden sind und sie wieder voller Hoffnung und Träume sind. Solltest du mal eines dieser fröhlichen Monster brauchen, dann suche sie in alten Tempeln auf, in denen sie leben. Wenn man Hilfe braucht und zufällig in ihrer Nähe ist, weil man sich eventuell verlaufen hat oder vor Regen oder Schnee Schutz sucht, wird der Haradashi den Menschen zu sich nach Hause einladen. Der Gast bekommt ein Zimmer, in dem er sich ausruhen kann und etwas Leckeres zu essen, und natürlich wird danach viel gelacht.